Herzlich willkommen zu den allerersten und allerletzten Creator Survival Games. 5 Teams, 10 Creator, 12 Stunden in einem riesigen Kinderspieleparadies. Es geht ums blanke Überleben und wer stirbt, ist raus. Oder? Also es geht ja. Tot, das Format ist relativ einfach. Es wird verschiedene Gegenstände, verschiedene Challenges für die Teams geben. Es ist trotzdem kompletter Freestyle. Wir können uns hinten bedienen bei den Slushy-Maschinen. Wusste ich, dass ich mich bewegen muss. Willkommen zur Teamvorstellung. Schönen guten Tag, wir sind's A-Team. Ich bin der Alex. Ich bin der Sven. So, ich habe meine 7 Gegenstände dabei. Ich habe 4 Kartenspiele, ein Harry Potter Freundebuch und ein Pickup. Ich habe ein A dabei. Wir sind das Jumper und ich kann nicht mehr atmen. Wir haben unsere Gegenstände im Auto, weil wir die nicht holen wollen. Wir sind das Gewinnerteam. Ich bin Sebastian. Sie hat keinen Namen und wir holen das Ding. Ach ja, wir haben 2 Schlafsäcke dabei, das war's. Ich bin Philo, bin 14 und bin trotzdem hier beim Überlebenskampf. Ich habe Pidis mit, damit slide ich die Ems an der. Ich bin Carsten, wir sind das Team Stahl und das sind meine 2 Gegenstände, Nutella und Brot. Hallo, ich bin der Mo, ich bin im Team Alkohol mit Sandra. Und Alkos. Hi, ich bin Julius und ich habe ein Kissen. Ich bin Tobi und außer Scheiße in meiner Hose habe ich nichts dabei. Hey, sollt ihr nicht eigentlich filmen? Nee, einmal Spaß. Und los geht's! 3, 2, 1, let's go! Warum rennen die alle? Keine Ahnung. Was müssen wir denn jetzt machen? Okay, ich würde sagen, wir gehen die Rutsche hoch und da holen wir den Schlafsack und dann pennen wir da, okay? Und bauen uns die Base. Okay. Let's go. Sollen wir an die Bar saufen? Ja, wir gehen okay. Jetzt an die Bar. Mann, mein Teampartner ist komplett... Hallo? Warte, ich verwandle mich wieder in einen Menschen. Ich bin jetzt wieder ein Mensch. Können wir dann jetzt los unsere Base Let's aufschlagen? Go. Let's go, komm. So, wir gehen jetzt auch los. Hey, Julius, wir müssen einen Schlafplatz suchen. Wir müssen uns jetzt einen Schlafplatz suchen. Guck, hier schreien alle Leute rum. Wir werden verfolgt, Mann. Hallo. Eigentlich sollte man ja bei solchen Videos auch irgendwo ein bisschen an das Sicherheitskonzept denken und solche Videos umzusetzen als Projekt. Ja, da steckt doch ein bisschen mehr hinter, als nur irgendwo hingehen und sich mit ein paar Matten abzusichern. Zum Beispiel eine gute Versicherung, eine Drehversicherung, eventuell eine Krankenversicherung oder auch generell irgendetwas an Absicherung. Im Endeffekt ist es eigentlich relativ simpel. Ihr kennt sicherlich Clark. Das ist eigentlich relativ simpel. Clark gibt dir Rücken bei all deinen Projekten, bei Drehs, bei Versteckenspielen oder bei sonst was. Lad deine Versicherung in die App, check einfach aus, gegen was du abgesichert bist und vor allen Dingen ganz wichtig, ob dein Tarif überhaupt der günstigste ist. Dementsprechend kannst du bei Clark einfach mit dem unbestechlichen Algorithmus komplett 90% aller Tarife in Deutschland einmal durchchecken. Es ist ein kostenfreier Service. Es gibt immer den besten Tarif für dich in der Clark-App zu finden. Und wie gesagt, es ist halt einfach komplett kostenlos. Das heißt, du hast immer so eine Art Autopilot, ein Cockpit-mäßiges Ding. Du kannst immer checken, wo stehst du gerade, bist du überhaupt abgesichert oder nicht. Bei jedem Projekt, das du angehst, solltest du auf jeden Fall im Hinterkopf haben, was kann passieren, was sind Risiken. Check deine Versicherung mit Clark. Ich habe uns den krassesten Spot rausgesucht. Und zwar an einem richtig hohen strategischen Punkt in der Nähe vom Essen sein. Ich baue da noch eine Lego-Wand auf. Ich hole euch Lego und dann baue ich das da oben zu. Und dann kann man wirklich nur von der Rutsche hoch oder wenn man halt das Passwort kennt. Arschbohrer. Alter, krass. Die schreien über Menschen rum. Ich bin ein Schimpanse. Ich mache den Eingang hier komplett zu. Wenn was ist, hat man hier einen Zugang, sag ich mal. Und dann machen wir hier zumindest schon mal dicht, dass uns heute Nacht keiner auf den Sack gehen kann. Hier sitzen nur Verrückte. Carsten, Alex, Sven, 3, 2, 1, let's go. Die anderen haben nicht mal ein Lager gebaut. Wie geht's denen wohl? Ich kann das nicht mehr. Hey Bro, lass ruhig Zeit. Was geht? Bro, ich komm raus, ja. Bruder, du meintest, ich soll einen Schlafsack mitbringen oder eine Kevin, Decke? Willkommen in der Hölle. Wir verstecken jetzt 800 Hamburger und 20 Cheeseburger und die anderen müssen sie dann suchen und dann sagen wir denen Bescheid. Der Apo RED Burger. Wir legen eine Spur. Brotkrumen, Cheeseburgerkrumen. Das Essen wurde versteckt. Oh mein Gott, ich hab einen! Ich hab zwei! Wir haben eine Spur gelegt, tipp nach da! Sebastian, du bist sehr falsch! Scheiße! Wenn nach rechts, rechts! Oh mein Gott! Ich hab mehr Hunger! Gib her! 3, 2, 1, let's go! Holy shit! Holy shit!
hinter der Bar. Warum nicht? Sollst du nicht irgendwas. Also so. Kann ich was zu trinken? Kann ich dir was zu tun? Was brauchst du? Was muss ich dir geben? Ich bring dir einen Legostein. Nein. Zwei? Nein. Oh nein. Oh. Okay, 3, 2, 1, go. Ich hab mich fies gepackt, Bro. Oh. Mein Gesicht, Alter! Ey, wie weit bin ich gekommen? Bis hier. Nein! Okay, Mo versucht jetzt nochmal barfuß. Fucking Usain Bolt. Holy shit. Holy shit. Übel krass, Jungs. This is the worst fucking Renn ever. Lewis Hamilton, Alter! Also, wir haben da hinten ja diese Riesenrutsche. Das heißt, ihr werdet jetzt, jeder aus seinem Team wählt einen aus, der diese Rutsche rutscht. Und das Team, was am langsamsten ist, also der, der am langsamsten runter braucht, die beiden erwartet eine Bestrafung. Arschbohrer! Das ist der beschissenste Spider-Man, den ich jemals gesehen habe. Philo, du schaffst es! 3, 2, 1! Der hat mich zurückgezogen! Marius und was gewonnen? Dein Teampartner. Ja. Euch erwartet jetzt die Ballstrafe! 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 Ist es so ein Ball-Torture-Video hier, was wir drehen? Bist du eigentlich dabei? Für den Cook'n Ball Torture. Ballstrafe! Bist du in der Strafe? Ballstrafe! Ballstrafe! Carsten Baum! Oh, ich hab's erwischt, während die anderen Spaß haben können. Ach, den Ball. Wir müssen da jetzt rein. Ja, der bläst sich ja, mit ihr habt euch den auch. Dabei. Zu zweit. Hat das überhaupt schon mal jemand zu zweit gemacht? Nö. Du bist ein lausiger Rutscher, weißt du das? Ja. Willkommen in eurer Ballstrafe. Hi. Viel Spaß. Okay. Da könnt ihr drüber, alles gut. Marius, ja. Du denkst am Anfang, das ist ja cool und chillig und so, ne? Ja. Aber irgendwann geht die Luft aus. Von so. Innen kannst du nicht aufmachen. Ballstrafe! Ballstrafe! Hey Carsten, das gehört in die Bahn. Warum hat der das? Carsten. Sollen wir die aber freilassen? Leute, ich hab ein, okay, ich gebe euch ein Angebot. Lasst euch hier raus und ihr versteckt euch und alle suchen euch. Ja. Okay, komm. Komm, alle weg! Okay, wir sind jetzt gerade ausgebrochen. Du hast unsere Ballstrafe. Du musst dich schnell verstecken. Ich bin der Game Master. Ich mach die Regeln. Baby! Ey, die Ballleute haben sich befreit. Die sind weg. Wie? Die verstecken sich jetzt gerade und ihr müsst die alle suchen. Ey, kommt alle kurz her! Wir haben ein Problem. Die beiden, die scheiß Ballstrafe haben, haben sich versteckt. Wir müssen die jetzt suchen. Let's go! Ausschwärmen! Ist ein Rutsch, als Modus an. Die Ballmenschen haben sich irgendwo versteckt. Digga, sind aus dem Ball einfach ausgebrochen, wie so ein Kind aus der Fruchtblase. Was? Jalla! Ey, wir müssen uns alle aufteilen, die suchen. Jetzt komm, let's go. Oh oh, das Löcher hat er drin. Wir können hier raus, da vorne ist ein Ausgang. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Marius, du stirbst jetzt! Ich komm nicht raus. Ich spür dich. Bro, die sind doch nicht mehr hier. Das ist ein Hinweis, ein Hinweis. Ja, natürlich ist das ein Hinweis, aber die sind doch nicht mehr hier, die sind nicht dumm. Wo sind das andere? Okay, wir sind in den Tunnel reingelaufen. Jeder von einer Seite rein und schreien. Oh, wir haben es gesehen. Die haben es gesehen. Okay, pass auf. Die kommen von hier und von überall. Jetzt. Hab sie! Samuel, komm! Ja, komm! Alex! Alex! Catchen! Ja! Ja! Bleib stehen, du Penner! Fucking Cornered! Ihr habt euch der Ballstrafe entzogen. Jetzt werden deine Bälle kaputt gemacht.